Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zusammen mit Luca. Wir befinden uns jetzt hier gerade auf dem, ja, ich würde sagen Parkplatz eines ehemaligen Landgasthofs und Waldhotels, das jetzt hier gleich neben uns steht. Das Gebäude sieht sehr interessant aus, wenngleich ich gehört habe, dass der Zustand innen drin sehr gefährlich sein soll. Also da bin ich sehr gespannt, das könnte eine durchaus sehr spannende Erkundung werden. Und ich würde einfach mal ohne großartige Vorrede sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem jetzt folgenden Video. Und damit würde ich sagen, geht es auch gleich los an Ort und Stelle. Ich zeige euch jetzt hier gleich das, was uns wahrscheinlich das ganze Video durchbegleiten wird. Hier vorne eine ziemlich laute Straße, die hier lang führt. Momentan haben wir gerade vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Kann aber auch daran liegen, dass die Schranke gerade runter ist. Ihr seht es vielleicht da durchblitzen. Auf der anderen Seite, also wir sind quasi eingefärcht davon, von zwei lauten Störquellen, geht die Bahn lang. Und das hier ist der besagte Parkplatz. Und hier haben wir das Hotel. Zunächst erstmal zwei, drei Worte zum Parkplatz. Man sieht, der ist eigentlich noch ziemlich gut in Schuss. Also nicht zugewuchert oder ähnliches. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier irgendeine öffentliche Entnahmestelle ist für Wasser oder sowas. Und auch ein Hydrant, wenn ich das richtig sehe, befindet sich hier. Deswegen wird das wahrscheinlich von der Gemeinde irgendwie noch gepflegt. Das Hotel an sich, ja, was kann man sagen? Schöner, alter, ehrwürdiger Bau, wenn man den unteren Bereich sich anschaut, mit rustikalen Steinen. Und oben schönes Fachwerk. Schönes weißes Fachwerk. Leider unter dem Fenster sieht man es schon. Oben ist wohl der Verfall richtig, richtig am Eskalieren. Und entsprechend ist auch die Warnung gewesen, dass es da gefährlich sein könnte. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier vorne haben. Haupteingang mit einer schönen Treppe. Ein Klingelschild für Sauer. Vielleicht der letzte Pächter oder Betreiber oder sowas. Von den Fenstern und auch von diesen Türen her, das ist alles gar nicht mal so alt. Das ist alles Kunststoff, neu. Und man kann auch hier an dem kaputten Glas gleich sehen, wir haben hier eine Doppelverglasung. So, hier haben wir als nächstes etwas sehr Interessantes. Feuerlöscher. Feuerlöscher hat was von Datum. Wir wollen ja immer wissen, wann etwas geschlossen wurde. Oh, das Ding ist richtig alt. Freunde, guckt euch das mal an. Löscher geprüft, zuletzt Januar 1990. Und das Ding ist noch original DDR. VEP, Neuruppin DDR. Also das ist doch mal gleich ein netter Fund zu Anfang. Januar 1990, das ist mitten in der Zeit der Wiedervereinigung. Das muss man sich mal klar machen. Ich glaube nicht, dass das Ganze hier schon zu dem Zeitpunkt geschlossen wurde. Also der ist wahrscheinlich ziemlich alt. Keine Ahnung, warum er nicht weiter geprüft wurde. Wahrscheinlich gab es gleich neue. Vielleicht gab es auch neue Vorschriften oder irgendwas. So. Also, man kann über das Ding sehr, sehr viel sagen, aber ich zeige es euch am besten mal. Schaut mal, das Ding ist wirklich nicht klein. Das geht bis ganz dort hinten hin. Das muss einige Zimmer gehabt haben, wenn das wirklich als Hotel mal, ja, fungiert hat. Ich glaube, jetzt wäre es erstmal eine gute Idee, um das Haus rumzugehen. Gerade was diese Gefährlichkeit angeht, dass man das mal ein bisschen einschätzen kann. Man kann vielleicht hier durch die Fenster schon mal das ein oder andere Mal so einen kleinen Einblick bekommen. Hier hätten wir Toiletten, wie es scheint. Zweiten Eingang. Oh, hier könnte man vielleicht mal an das Fenster rangehen. Hier liegen sehr viele Fliesen. Und dahinter ist ein großer Raum, der ziemlich leer wirkt, und eine offenstehende Tür. Also rein geht es dann auf jeden Fall schon mal, das ist klar. Hier kann man das Ganze vielleicht noch mal besser sehen. Ah,
Ja, es sieht wirklich ziemlich leer aus. Ein paar Überreste kann man noch ausmachen wie eine Gefriertruhe. Kann natürlich sein, dass das der Gastraum ist, der einfach mal leergeräumt ist. Oh, hier sieht es aber schon... Eieieiei. Seht ihr das? Die ganze Wand wölbt sich nach außen an dem Balken. Die wölbt sich nach außen und guckt euch mal die Fenster an. Die sind auch alle schon aus den Rahmen raus, weil sich das alles verzogen hat. Ah, und hier kommt die Decke runter. Hier kommt die Decke schon runter. Und ich glaube, je weiter man von hier nach dort läuft, guckt man das Fenster rein. Ich glaube, hier oben wird ein riesig, riesig großes Loch im Dach sein. Ah, hier ist eine Tür direkt darunter. Hier können wir ja mal reinschauen, mit aller Vorsicht. Ja, hier kommt alles runter. Hier kommt alles runter. Und interessanterweise, wenn man sich das hier anguckt, das ist irgendwie baulich verändert worden. Wenn man sich diese Steine so anschaut. Dieser Teil hier sieht auf jeden Fall älter aus. Hier gibt es kein Fachwerk mehr. Da steht eine Garage offen. Eine große Garage. Mein Gott, ist das hier geräumig. Tja, was ist das hier? Das scheint, wenn man so möchte, alles zu sein. Also alles, was man sich nur vorstellen kann. Elektrogroßgeräte, Bettgestelle, irgendwelche Lautsprecherboxen und was zum Sitzen. Ein Tisch ist hier noch zu sehen. Und interessant, jede Menge Baustoffe, die noch in Säcken hier gelagert sind. Ist noch sowas wie ein Radio. Also die Säcke unterstreichen, genauso auch hier, Gartenbeton. Das unterstreicht nochmal, dass das hier irgendwie umgebaut wurde. Oh, wo kommen wir denn jetzt hier hin? Mein Gott, ist das groß. Und ich stehe jetzt hier an dem Rand von dieser Tür und dieser hier hinter geht es weiter mit so einer Metallplatte, wo man drauf gehen sollte. Was ich aber definitiv nicht tun werde. Weil das sieht für mich nicht mehr unbedingt stabil aus. Alles angerostet. In jedem Fall kann man sagen, dass hier, wo die Heizung drin war, ich sehe einen großen Tank. Einen Wassertank, wenn man die Farbe sich anschaut. Hier ist ein bisschen Elektrik und hier vorne ist ein großer Sockel. Ich denke mal, da stand sie dann drauf. Ich hoffe, ihr teilt meine Vorsicht, was diesen Raum da und diese Platten angeht. Ich meine, wenn man schon von vornherein gehört hat, sei vorsichtig, gefährlich, kann gefährlich sein und sowas. Und wir haben ja jetzt da durch das Fenster auch schon gesehen, dass es massive Schäden am Dach gibt. Und über die Jahre, Metall rostet ja auch. Irgendwann ist es durchgerostet. Das sieht man so häufig auf Lost Places und vor allen Dingen gerade, wenn es so irgendwas Industriemäßiges ist oder was. Irgendwann ist auch das durch. Wir gehen jetzt mal weiter rum und hier vorne ist, also wie hingestellt, ein Teil der letzten Speisekarte. Angebot 16,50 Mark oder Euro 50, weiß ich nicht genau. Jägerroulade mit Pfifferlingen, Apfelrotkohl und Thüringer Klöße, saisonal bzw. regional bedingt. Hier rauscht der rauschende Bach durch. Vielleicht ein bisschen laut, um nachts gut schlafen zu können. Aber vielleicht sind die Zinser ja auch auf der anderen Seite. Wie ich finde, ist das Ganze schön gelegen. Und hier wird nochmal einiges deutlich. Beziehungsweise unterstreicht wirklich nochmal final die Geschichte mit den Baumaterialien, mit dem Umbau vielleicht des Ganzen.
So, und hier wäre ein weiteres Zimmer, das vollkommen leer ist, mit abgebauter Lampe. Also es sieht wirklich, wirklich stark nach Umbau aus in der letzten Zeit. Das wäre ja quasi ein richtiger Klassiker. Man kauft irgendwas, will es fertig machen und dann geht irgendwann das Geld aus. Oder man entdeckt irgendetwas während der Bauarbeiten. Mein Gott, das sehe ich jetzt erst. Die beiden Fenster dort, seht ihr, was da alles runterhängt? Und irgendwie, guckt mal oben. Also mit großem Loch, was ich prophezeit habe, ich glaube, das wird wirklich so sein. Ja, ist es. Im oberen Fenster, da scheint die Sonne rein. So, jetzt gucken wir mal hier in die erste Tür rein, hier gleich links. So ein großes Loch kann natürlich auch von einem Brand verursacht sein und dann hat man das Ganze heiß saniert, wie es so schön heißt. Da geht es irgendwie in zwei Räume rein. Keller. Keller mit einem Ventilator an der Tür. Eigenartig. So, und das hier sieht aus wie ein Treppenhaus zu zwei Wohnungen. Ferienwohnungen vielleicht oder vom Eigentümer. Eine Betreiberwohnung. Da sind irgendwelche Anschlüsse und Elektrik. Wobei, das sind ganz normale Sicherungen. Schauen wir doch am besten gleich erstmal hier rein. Gott, ist das verfallen hier drinne. Der ganze Mist oder dieses ganze Sandzeug, was hier auf dem Boden liegt, das ist alles wahrscheinlich von oben runtergekommen. Die Wand sieht aus wie der Panzer einer Schildkröte mit den Riefen. Ja, und da steht einfach nur mal eine Heizung. Eine winzig kleine, einsam und verlassen. Komisch. Oh, hier ist sogar noch ein Schrank drin mit. Mit. Was ist das? Gardinen? Oder Tischtücher? Und vielleicht hat man es gerade gesehen. Es hat hier von der Decke getropft. Es tropft hier von der Decke. Die ganze Bausubstanz überhalb dieses Geschosses ist komplett hin. Ah, hier gehen Leitungen lang. Hier unter gehen Leitungen lang. Das ist ein richtiger Kabelschacht. Oder Kabelkanal, wie auch immer. Wow. Was ist denn das für eine atmosphärische Decke? Das hat ja mal richtig was von der absoluten Apokalypse. Gut, lange will ich mich hier drin nicht aufhalten. Das ist, glaube ich, wegen dieser Faser nicht unbedingt gesund. Stühle kann ich euch hier zeigen. Die sind garantiert aus dem Hotel, so wie die aussehen, aus den Zimmern. So, dann wollen wir doch noch mal unten in den Keller schauen. Ja, was heißt Keller? Das ist ein winziges Ding. Da muss ich mich echt bücken, dass ich hier überhaupt reinkomme. Aber hier unten ist gar nichts. Also keine Ahnung, wofür dieser Ventilator ist. Hier ist nichts zu sehen. Man könnte jetzt da vorne um die Ecke gehen. Das will ich aber nicht. Wegen dieser Deckenhöhe. Oh. Oh. Hat man es gehört? Ah. Ein Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen, oder wie heißt das? Nee. Oh. Der Keller will mich nicht. Gehen wir lieber mal weiter. Ah, das ist das Ding, wo wir gerade drinne waren. Oh, okay, und wenn man hier oben hinguckt, dann wird klar, warum das Ganze so viel Feuchtigkeit innen drin hat. Also das Dach ist kaputt. Und da oben sieht man es auch nochmal, das Dach ist eingefallen.
Also der ganze Bereich hier hinten, all das hier, der ganze alte Bereich, wahrscheinlich mit Holzdecke oder sowas, ist hin. Da kommt überall Feuchtigkeit rein. Ja, und dann sieht das so aus. Nicht mehr zu betreten. Auf gar keinen Fall. Jetzt nochmal ein Eingang für den Keller. Ah, ja, der ist aber klein. Oh, da gehen Leitungen lang. Da könnte die Zapfanlage gestanden haben. Seht ihr es? Wäre eine Möglichkeit. Und dann muss der Gastraum ja nicht weit sein. Ah, hier ist die Tür. Schauen wir doch gleich mal nach. Okay. Gut, diesen Raum haben wir ja schon gesehen. Aber, oh, interessant. Komplett leerer Raum, aber gleich hier vorne sind Sachen, die uns sehr interessieren könnten. Das sind alte Rechnungen. Die Unterlagen muss ich natürlich pixeln, das ist ganz klar. Glaube ich zumindest, weil hier Bankdaten draufstehen und Kontonummer und Kundennummer und weiß der Teufel was. Aber interessant ist Folgendes, und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten interessiert, das Datum. Das Datum ist hier, hier wurde Kassler geliefert, Kassler Nacken, Mini-Brötchen, also absolut was für die Küche. 6.12.2002. Hier ist noch was von Februar 2002. Und hier ist noch eine Rechnung von Mai 2002. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ist das Ding jetzt hier schon seit 20 Jahren verlassen? Das kann man sich ja kaum vorstellen. Also klar, der Verfall ist Wahnsinn in einigen Teilen. Ich glaube nicht. Es kann sein, dass es vielleicht 2003 oder sowas geschlossen wurde, also nach 2002, dessen letzten Daten wir da in diesem Ordner da haben. Und dann hat man einen Versuch unternommen, das Ganze zu renovieren. Man sieht es jetzt ja hier auch sehr stark. Das Ganze hier ist neu irgendwie verputzt oder mit Platten oder so etwas. Überall irgendwelche Malerarbeiten. Die Lampen sehen noch ziemlich funktionell aus. Ich will jetzt nicht sagen schön, aber es sieht alles so aus, als wenn man angefangen hat zu werkeln und hat dann aufgehört. Also könnte man vielleicht schätzen, weiß ich nicht, 2004 angefangen, 2005 aufgehört oder irgendwas. 15 Jahre vielleicht. So, und nun sind wir in der Küche. Ich meine, wir sind ja schon vorgewarnt und ich glaube, weiter als dieser Raum werde ich auch nicht fortgehen oder weitergehen. Sieht hier sehr, sehr krass aus, wenn man so möchte. Ich meine, da hat man hier erstmal so das Chaos von der Küche. Können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen und schauen. Aber dann ist da das hier. Da kommt die nächste Etage einem entgegen. Mit allem. Da oben sind irgendwelche Schläuche, Kabel, alles ist da oben. Dahinter ist noch ein Raum und ja, man kann ganz klar sehen, da ist es noch wilder, die ganze Geschichte. So, dann schauen wir mal. Hier sind ganz viele Prospekte. Ach, das sind Prospekte von der, ich hätte jetzt gesagt, Chuchu-Bahn. Von der Eisenbahn, die gleich hier nebenan geht. Und natürlich von irgendwelchen Ausflugszielen in der Umgebung. Dazu noch ein paar Küchenutensilien. Was hier mit Salz oder sowas. Und hier ist noch irgendeine Ausgabe von Mode und Wohnen. Omron RS. Sagt mir gar nichts. Bei Kassel denke ich spontan gleich an, weiß nicht, Casio.
Gut, und ja, jetzt werfen wir hier nochmal ganz kurz und fix einen Blick rein. Aber viel ist gar nichts zu sehen. Ja, weil das, was von oben runtergekommen ist, ich meine, guckt euch das mal an. Drehstuhl und Bettgestell, also wirklich alles. Alles ist hier runtergekommen. Und man sieht von der Küche, die dahinter wahrscheinlich noch in irgendwelchen Resten ist, nichts mehr. So, jetzt haben wir hier final noch die andere Seite. Das ist der Eingang, wo wir zu Anfang vorstanden. Ich glaube, das ist schnell gezeigt. Luca sagt, hier ist nicht mehr viel drin. Gut, wir haben auch nichts erwartet. Das Ganze wird wahrscheinlich die Rezeption sein oder sowas. Ja, hier irgendein Tresen. Da nochmal eine Tür. Da ist auch eine Treppe, da wird es wahrscheinlich nach oben gehen, zu den Zimmern. Sitzgelegenheiten. Die sehen aber so aus, als wenn die hier nicht hingehören. Das ist ja fast so ein Schlafcouch oder sowas. Ja, dann haben wir hier noch Toiletten. Nichts Besonderes. Auf der anderen Seite auch. Aber das sieht auch ziemlich modern aus, muss ich sagen. Also das ist nicht von damals, von DDR oder irgendwas. Mein Eindruck jetzt, ne? Ich kann auch falsch liegen. Die sehen alle noch sehr gut aus. Also irgendwas hat man hier wirklich schon geschafft. Man ist auch relativ weit schon gekommen. In einigen Bereichen, schätze ich, gerade bei den Fenstern. Und dann hat man aufgehört. Oh, ich weiß nicht, ob man hier die Treppe hochgehen sollte, wirklich. Und gerade jetzt in dem Moment habe ich gerade wieder einen Tropfen fallen gehört. Also es ist hier alles morsch und sowas. Ich glaube, das lassen wir raus. Oh, Leute. Ey, man soll wirklich auf seine Füße achten. Ich stehe jetzt hier so, zeige euch jetzt hier die Treppe und einen Schritt weiter und es wäre die Kellertreppe gewesen. Mein Gott, wie tief ist denn dieser Keller? Was ist denn das? Das sieht da unten aus wie ein richtiges Gewölbe. Ich glaube, als letzte Aktion, nee, als vorletzte Aktion, gehe ich da, glaube ich, mal runter. Ich muss euch ganz komisch halten, weil das hier ganz, ganz niedrig ist. Oh, ich wette, ich werde mir gleich nochmal den Kopf einhauen. Ist im Prinzip eigentlich gar nichts. Guckt mal, das ist einfach nur der Raum. Hier hat man ein paar Reifen reingeschmissen und ein Froster. So, dann haben wir hier noch ein paar Zeitungen. Die hier sind aber neu. Hier hat irgendjemand hier entsorgt, der sie eigentlich hätte austragen sollen. Januar 2021. Alter, was ein Loch, ey. Also das muss hier wirklich ein ganz alter Bereich sein hier vorne. Mit diesen Steinen. So, und jetzt denke ich, kommt als letztes nochmal der Versuch mit der 360-Grad-Kamera und zwei Selfie-Chang, euch von außen noch irgendwie was von den Räumen in der ersten Etage zu zeigen. Alter, hier oben ist auch eingerichtet. Und hier links, oh, das sieht auch gut aus.
ein alter Tisch. Ich halte euch da mal so ein bisschen rein, Kinderspielsachen. Aber ich traue mich nicht weiter, es ist halt wirklich Leben am Limit. Na gut, hier so viel Einrichtung ist hier jetzt auch nicht mehr. Oh, das ist geil. Hier ist richtig Endzeit-Feeling, guckt euch das an. Ich würde sagen, die Natur hat sich hier vorne alles komplett zurückerobert. Man sieht auch hier vorne schön Zimmer Nummer 3, Nichtraucherraum, Schreibtisch, Stühle und den natürlichen Verfall, genauso wie die total defekte Decke da oben. Auf der gegenüberliegenden Seite sieht es auch noch ziemlich stark eingerichtet aus. Man sieht aber auch, dass der Waschbär hier gewütet hat, denn Kissen und Bettdecken sind komplett zerrissen. Ich glaube, den Raum sollten wir besser meiden. Hier wölbt sich schon der komplette Boden. Ich halte euch mit der Kamera da einfach mal rein und ja, wir müssen dann mal schauen, was wir aus dem Material machen. Hier vorne kippt auf jeden Fall schon alles um. Boah, guckt euch das mal an, wie das da aussieht. Heidewitzka, das ist ja richtig Endzeit-Feeling da. Ja Leute, und damit wären wir jetzt auch durch. Ich weiß nicht, ob ihr was gesehen habt. Das werde ich erst im Schnitt dann selber sehen. Wir werden jetzt weiterfahren zur nächsten Location und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schade, dass man oben nicht mehr reinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass da noch Einrichtung drin ist. Und ja, wir sind hier bestimmt 10 Jahre zu spät, wenn man das so möchte. Oder halt, wenn es einen Brand gab, zu spät, weil der Brand gewesen ist. Wie auch immer. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Schaut gerne bei Luca vorbei und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.